Einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Heute gibt es leckere Engelsaugen, mal anders, als wie man die sonst kennt. Ich habe nämlich verschiedene Sorten zubereitet und wir fangen jetzt auch schon sofort mit den Zutaten und der Zubereitung an. Aus den Zutaten von dem Mürbeteig einen glatten Teig verkneten, anschließend eine Kugelform in Klarsichtfolie einwickeln und dann im Kühlschrank eine gute Stunde ruhen lassen. Übrigens findet ihr natürlich alle Mengenangaben zu dem Rezept unten in der Infobox. Dann den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen, zwei Backbleche mit jeweils einem Backpapier auslegen und dann aus dem Teig etwa walnussgroße Stücke entnehmen, diese dann zu einer Kugel formen. Dann brauchen wir noch optionale Zutaten sowie Eiweiß bzw. Eiklar. Optionale Zutaten wie zum Beispiel gemahlene Lotuskekse, gehackte Pistazienkerne oder zum Beispiel gehackte Haselnüsse. Zuerst die Kugeln in das Eiweiß eintunken, anschließend sofort in die gehackten oder gemahlenen Zutaten wälzen und dann auf das Backblech legen. Genügend Abstand dabei lassen, die Kekse werden nämlich etwas aufgehen. Anschließend brauchen wir dann noch einen Holzlöffel, und zwar die Stielseite davon. Damit dann kleine Mulden in die Kugeln hineinbohren. Dabei bitte keine Löcher bohren, denn der untere Teil muss noch aus dem Teig bestehen. Und dann werden die Kekse auch schon für ca. 10 bis 14 Minuten goldgelb gebacken. Zum Befüllen der Kekse brauchen wir jetzt noch optionale Zutaten wie zum Beispiel Marmelade oder Konfitüre ohne Stückchen, Nutella, Haselnusscreme, Pistaziencreme, Kokosnusscreme oder zum Beispiel Lotuscreme. Die werden dann einfach in einen Spritzbottich hineingegeben und dann könnt ihr auch schon die Mulden in den Keksen damit befüllen. Und das war's dann eigentlich auch schon. Luftig verpackt halten sich die Kekse mehrere Wochen frisch und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken und lasst es euch auf jeden Fall schmecken. Und wie gesagt, die genauen Mengenangaben zum Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Und meine Lieblingssorte ist zum Beispiel die Kombi mit einem hellen Teig, gemahlene gehackte Pistazienkerne und Pistaziencreme. Und die Kombi mit Haselnüssen sowie Haselnusscreme finde ich auch sehr, sehr lecker. Jetzt hoffe ich natürlich, dass euch das Rezept sowie das Video gefallen haben. Und bis zu meinem nächsten Video. Bis dann!